Oh mein Gott, es gibt eine neue geschützte Bezahlfunktion bei eBay Kleinanzeigen. Was zum... Erst anklopfen, dann reinkommen. Was machst du in meinem Zimmer? Das ist nicht mehr dein Zimmer. Wo sind meine Sachen? Weg. Ja, aber warum? Weil ich hier jetzt wohne. Nein, du wohnst hier nicht, du bist die Nachbarin. Wer soll hier denn sonst wohnen? Ich. Dann zeig mir mal deinen Mietvertrag. Dann zeig mir mal deinen Mietvertrag. Zeig du mir erstmal deinen. Was ist das? Mein Mietvertrag. Weißt du noch im letzten Video? Du kannst ja schon mal packen gehen und ich bereite den Mietvertrag vor. Den habe ich schon unterschrieben. Ich gehe schon mal packen. Ich hoffe, du wirst es nicht bereuen. Was soll schon passieren? Also dann bitte raus aus meinem Zimmer. Moment mal, da ging es um einen Mietvertrag für das Haus, was ich dir vermiete. Da ging es nicht um ein Zimmer. Hier steht ein Mietvertrag für ein WG-Zimmer im zweiten OG, erste Tür rechts, neben dem Zimmer von Kleiner Bahane. Hier steht jetzt nichts von dem Haus. Quatsch. Raus bitte, ja? Hanna, Lizzie hat mein Zimmer ausgeräumt, ihre Sachen da reingestellt und wedelt jetzt mit dem Mietvertrag rum und sagt, dass sie jetzt hier wohnt. Dann sag ihr, dass das Quatsch ist. Hab ich doch. Tommy, Lizzie hat doch keinen Mietvertrag von unserer Wohnung. Und außerdem müsste doch da deine Unterschrift dann drunter stehen. Und wo soll sie die denn herkriegen? Du hast dein Zimmer an Lizzie vermietet? Nicht mein Zimmer, mein Haus. Du erinnerst dich noch an mein Haus? Ja, ich weiß dein Haus, aber ich... Bist du immer noch hier? Lizzie, was wird das hier? Tommy hat mir sein Zimmer vermietet. Tja, und wo soll ich jetzt wohnen? Du hast doch ein Haus. Moment. Ich war dabei, als Tommy den Vertrag unterzeichnet hat. Und da haben wir die ganze Zeit nur von dem Haus geredet und nie von seinem Zimmer. Was steht in dem Vertrag? Mhm. Ja, Hanna kannst du nämlich nichts vormachen. Sie hat nämlich Jura studiert. Ach so? Echt? Ja, ich dachte. Ah, ja, stimmt. 2 Semester. Aber ging's da nicht um Dinosaurier? Zum Glück kenne ich mich ja ein bisschen mit Recht und Ordnung aus und ein Gesetz besagt, Vertrag ist Vertrag, Unterschrift ist Unterschrift. Das klingt plausibel, das habe ich auch schon mal gehört. Was, dass ein Vertrag ist? Tja. Ja, ein Vertrag ist schon ein Vertrag, aber das ist kein Vertrag. Und warum steht dann da Vertrag drauf? Ja, das ist schon ein Vertrag, aber nicht für, also ich will halt nicht in mein Haus ziehen, das ist so weit weg. Du kannst doch in meine Wohnung ziehen, dann tauschen wir einfach. Dann wohnst du direkt unter uns, ist doch total cool. Nachbar. Komm. War nett mit dir, Tommy. Warte ab, bis Malte vom Milchholen zurückkommt. Der wird um mich kämpfen. Cool. Dann WG-Schlüssel bitte. Danke. So leicht gebe ich doch nicht auf. Lizzie hat den Vertrag gefälscht und da werde ich Beweise für finden. Gebt dem Video mal einen Daumen hoch, wenn ihr mir die Daumen drückt. Ich bin die Lizzie. Ich lache über Hannas Witze. Ich kenne sie gerade mal 5 Minuten, aber ich bin schon ihre beste Freundin. Hier habe ich die auf Kleinanzeigen gekauft. Als Einzugsgeschenk, weil wir ja jetzt offiziell Mitbewohnerinnen sind. Ich liebe es, mich mit Geschenken einzuschleimen. Keks, Tablet. Cool. Selbstabholer? Es wurde mir zugeschickt. Und bevor du jetzt sagst, dass es unsicher ist, ich habe die Sicherbezahlenfunktion von eBay Kleinanzeigen genutzt. Käufer und Verkäufer einigen sich auf einen Preis und anstatt direkt zu bezahlen, überweist man das Geld und es wird zwischengepackt. Dann schickt der Verkäufer den Artikel los und erst wenn er angekommen und wie beschrieben ist, bestätigt der Käufer den Kauf und das Geld wird ausgezahlt. Super einfach. Könnte sogar Tommy. Und was ist, wenn der Käufer einfach nicht reagiert und den Artikel behält? Ja, also spätestens nach 14 Tagen bekommt der Verkäufer sein Geld ausgezahlt, weil man dann davon ausgehen kann, dass Käufer und Verkäufer happy sind. Das klingt vernünftig und irgendwie vertraut. Diese Neuigkeit hat sie von mir. Das nenne ich mal Käuferschutz. Safer geht's nicht. Ja, und auch der Verkäufer ist geschützt, weil er bekommt ja garantiert sein Geld. Psst! Hey! Psst! Hey! Was machst du in unserer Badewanne? Ihr braucht unbedingt einen Badezimmerschlüssel. Wie bist du in unsere Wohnung gekommen? Durch die Tür? Wir sind Nachbarn, Tommy. Du wohnst hier nicht. Ich wollte nur ein paar Sachen holen. Du kannst nicht einfach so in fremden Wohnungen auftauchen, Tommy. Das ist creepy. Was bist du für ein Mensch?
Wenn du Sachen aus deiner alten Wohnung holen möchtest, dann mach bitte vorher mit uns einen Termin aus und tauch nicht einfach so auf. Ein bisschen Anstand hätte ich von dir schon erwartet. Deinen Zweitschlüssel möchte ich haben. Komm, ich bring dich zur Tür. Das hat jetzt nicht geklappt. Aber so leicht lasse ich mich nicht aufhalten, nur weil ich keinen Zweitschlüssel mehr habe. Pff. Im Notfall tut's auch der Drittschlüssel. Jetzt darf ich mich nur in der Wohnung nicht erwischen lassen. Schritt 4. Nimm den Teig aus dem Kühlschrank. Und nasch ein bisschen was. Psst, alles cool. Was machst du da? Ich suche Beweise dafür, dass Lizzie den Vertrag gefälscht hat. Und? Hat sie? Naja, keine Ahnung. Hier im Kühlschrank ist nichts Verdächtiges. Aber ist dir mein Teig aufgefallen? Ja, der riecht köstlich. Warum hast du geschrien, Hannah? Alles gut bei dir? Nichts. Was? Hm? Hast du dir wehgetan? Brauchst du ein Pflaster? Nein, ich hab mich nur erschrocken. Wovor? Hab ich was falsch gemacht? Ich gebe mir wirklich Mühe, eine gute Mitbewohnerin zu sein. Was? Ja, nein, du bist super. Alles gut. Mach nur wieder deine Sachen. Okay, wenn du mich brauchst, ich bin genau hier. Mach ruhig weiter. Okay. Danke, danke, dass du da bist. Oh, Hannah, danke dir. Tommy, kriegst du Luft da drin? Ja, aber kannst du nicht... Du musst die Tür öffnen, ich höre dich nicht. Du musst Lizzie ablenken, damit ich in ihr Zimmer einbrechen kann. Werden das etwa Kekse? Ah, das wird eine Überraschung. Lizzie, könntest du kurz was für mich aus Maltes Zimmer holen? Darf ich da rein? Ah, das passt schon, er ist gerade einkaufen. Fass nur seine Spiele nicht an. Und was soll ich holen? Also wenn du das nicht weißt, dann kann ich dir das leider auch nicht sagen. Oh Gott, natürlich. Ich bin schon unterwegs. Lizzie ist in Maltes Zimmer. Was ist denn hier eingerichtet? Oh je, nach Farben sortiert. Amateurin. Wie kann man in so einem Chaos leben? Lizzies teuflischer Plan, um Tommy aus der WG zu vertreiben. Darauf falle ich nicht rein. Und da fehlt ein Komma. Mietvertrag fürs Haus. Mit den Unterschriften von mir und Lizzie. Aha, das ist der Beweis. Welcher Beweis? Wie bist du hier schon wieder reingekommen? Mit dem Drittschlüssel, den ich im Stein versteckt habe. Aha, dann verkaufen wir den Stein eben auf dem WG-Account. Gefüllt mit einer wundervollen Überraschung. Erster Link in der Videobeschreibung. Und jetzt zu dir. Hannah! Oh, wie zankende Geschwister. Sie hat mich hinters Licht geführt. Sag ich doch, wie Geschwister. Tommy, du kannst nicht einfach einen Vertrag unterschreiben, ohne die Details zu kennen. Was hätte ich denn tun sollen? Ich war so froh, dass sie wegzieht. Da waren mir die Details auch egal. Tommy, du musst immer das Kleingedruckte lesen. Oh, als ob es auf die Größe ankommt. Tommy, wird es nicht langsam Zeit für dich, nach Hause zu gehen? Genau genommen, Lizzie, ist das hier mein Zuhause. Du besetzt mein Zimmer. Und ich habe sogar Beweise dafür. Mietvertrag vom Haus. Der Beweis hat vor Gericht keine Gültigkeit, weil er durch einen Einbruch erlangt wurde. Oh Mann, psst! Leute, ihr nervt. Okay, wenn ihr beide unbedingt hier wohnen wollt, wisst ihr was? Dann lass uns einfach tauschen, Tommy. Du kriegst mein Zimmer. Ich ziehe Lizzies alte Wohnung. Heißt das jetzt, wir sind... Mitbewohner? Cool. Willkommen, Mitbewohnerin. Danke, Mitbewohner. Die Olle schmeiß ich hier raus. Ich kann dich hören, Tommy. Und wir hören alle dich, Lizzie. Mitbewohner und Lizzie in die Küche! Lizzie hat mich aus der WG geschmissen und wohnt jetzt in meinem WG-Zimmer. Ich habe eine Unterschrift gefälscht. Aber ich meine, du hast schon wie ein Ananas. Ich meine, ich wirklich entspannt. Ruhe! Alter, kann man nicht mal eine halbe Stunde einkaufen gehen? Einmal diese Wohnung verlassen, ohne dass ihr vergesst, wie man menscht? Eine Knalltüte nach der anderen. Los. Hallo Mitbewohner, willkommen zu Hause. Was macht die Verrückte bei uns in der Wohnung? Ja, Lizzie hat mich aus der WG geschmissen und wohnt jetzt in meinem Zimmer. Oh nein, Tommy. Ich weiß, Veränderungen sind gruselig, aber wo wären wir ohne sie? Sag schon. Sie hat sogar einen gefälschten Mietvertrag. Der ist nicht gefälscht.
Mietvertrag für ein WG-Zimmer im zweiten OG, erste Tür rechts neben dem Zimmer von Klein, aber Hannah. Ich finde, der sieht offiziell aus. Yay. Ja, aber wir wohnen im dritten OG. Du wohnst im zweiten OG. Wenn du jemanden übers Ohr hauen willst, dann richtig. Also, Hannah rein, Lizzie wieder raus und ihr haltet alle die Backen. Ich will wissen, was nächste Woche abgeht. Ihr habt versprochen, dass ihr den Müll runterbringt. Ich erinnere mich nicht daran, so ein Versprechen abgegeben zu haben, Tommy. Das, was Hannah sagt. Was Malte sagt. Mitbewohner, die sich versuchen, ständig aus ihren Aufgaben herauszureden? Für Tommy Toerlingling kein Problem. Ich habe nämlich das perfekte Gedächtnis. Ich erinnere mich an jeden wichtigen Moment der letzten Jahre. Stellt mich gerne auf die Probe. Und wenn ich mich an alles erinnere, müsst ihr zugeben, dass mein Gedächtnis perfekt ist und dann bringt ihr den Müll raus. Deal?